Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Heute bin ich einmal allein unterwegs, denn wir werden heute den Videoabwasserauslass hier bei uns einbauen lassen, denn das ist ein Einbausatz, das funktioniert dann übers Handy. Lasst euch überraschen, bleibt dran, bis gleich. Das elektrische Grauwasserentleersystem, das Komplettset von Tools to Camp, das ist das Set Nummer 1, ist das Set Nummer 2. Thomas erklärt uns jetzt mal die Kabelvariante ganz kurz. Das ist ein Komplettset, was im Prinzip mit wenigen Handgriffen auch montiert werden kann. Innerhalb von 1 bis 2, vielleicht auch 3 Stunden ist es montiert. Bei der Kabelvariante haben wir ein bisschen mehr Aufwand. Ich muss das vorhandene Kabel bis ins Führerhaus verlegen, Strom anschließen, ans Navi anschließen oder an den vorhandenen Bildschirm und den Schalter ins Armaturenbrett einbauen. Ausreichend Kabel ist hier im Lieferumfang enthalten. 5 Meter Kabel dazu. Ja. Ja. Teilweise ist auch das Videokabel 6 Meter lang, weil es ja ein bisschen weiter in die Mitte muss zum Navi. Das reicht auf jeden Fall völlig aus. Ganz kurz mal zu der Einheit. Können wir die mal drehen? Da ist ja auch eine Videokamera dran, habe ich gesehen. Ja, hier ist eine Kamera verbaut. Das ganze Set ist vormontiert. Man braucht nichts mehr machen. Man braucht im Prinzip bloß das Set mit dieser vorhandenen Halterung an den Unterboden montieren. An der Stelle, wo dann das Grauwasser auslaufen soll. Ja. Schlauch, der wird dazu mitgeliefert. 1,25 Meter ist im Lieferumfang dabei. Und den Schlauch, den haben wir hier. Längeren Schlauch, wie gesagt, jederzeit machbar. Bloß vorher Bescheid geben, damit er in einem Stück geliefert werden kann. Ja. Ja. Ihr seht es, ganz einfach zu installieren mit dem Bausatz, wie wir es hier gesehen haben, mit den Kabeln. Im Lieferumfang ist dann noch enthalten, ich sehe hier die Halterungen. Genau, 2 Halterungen für den Schlauch, damit er nochmal befestigt werden kann. Er kann natürlich auch verstellt werden, damit man eine 1%ige Steigung etwa hinbringt. Ja, vom Grauwassertank bis zum Ventilsystem. Mhm. Und entsprechend dann hier hinten noch Anschlüsse für den jeweiligen Grauwassertank. Der ist ja bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders. Ja, natürlich gibt es auch noch eine zweite Variante, die hier nebenan liegt. Was ist das für eine Variante? Das ist eine Funkvariante. Hier ist der Einbau natürlich wesentlich schneller. Man braucht bis 2 Drähte anschließen, das ganze System aufhängen und genauso wieder am Grauwasser anschließen. Wir haben eine Fernbedienung dazu, womit die Kamera eingeschaltet werden kann. Das Kamerabild sehe ich dann auf jedem Handy oder Tablet, was sowieso jeder hat. Und ich kann über die Fernbedienung das Ventil automatisch öffnen oder schließen. Hier sind lediglich 2 Drähte anzuschließen, Plus und Minus. Na, kann über eine Sicherung noch erfolgen, eine vorhandene Sicherung oder wer es mag, soll es nochmal extra absichern, ist nicht unbedingt notwendig. Mhm. Die Systeme haben einen Stromverbrauch von 0,5 Ampere. Das ist nicht unbedingt viel. Hier haben wir auch eine Videokamera dran. Das ist eine Funkkamera, die erzeugt natürlich dann, hat einen eingebauten Sender, der letztendlich das Funksignal zum Handy oder Tablet überträgt. Okay. Können wir das nochmal sehen, wie das funktioniert? Das können wir nochmal anstellen. Das muss man kurz hier in Probe zeigen mit dem Labornetzteil. Und dann im Einbauvideo sehen wir es ja dann auch live in Natura. Das sehen wir ja genau. Okay, dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt haben wir hier den Versuchsaufbau mit dem Labornetzteil. Hier haben wir jetzt die Fernbedienung. Als erstes muss ich jetzt hier... Also ich schalte die Kamera ein, das kann ich schon mal machen, indem ich die Taste A drücke. Das sind 4 Tasten auf der Fernbedienung, die ersten 2 sind A und B, aber nur belegt. Ich brauche nur 2, weil eine brauche ich für die Kamera zum Ein- und Ausschalten und die zweite Taste brauche ich fürs Ventil zum Auf- und Zumachen. Ja, jetzt haben wir die Kamera gestartet, hier haben wir jetzt die App schon geladen. Hier ist das Bild, wir sehen jetzt hier meine Hand. Ihr seht mich jetzt hier. Ja, wir sehen auch hier den Auslauf vom Grauwasser. Die Kamera ist schon genau ausgerichtet. Also wir haben ja die Verbindung vorher schon mal hergestellt, deswegen ging das jetzt auch so schnell. Wenn das erste Mal eingerichtet werden muss, dauert das. Die App downloadet werden und dann installiert werden und dann über WLAN verbindet die sich dann. Und dann müssen wir ja das Ganze entriegeln. Das geht natürlich auch wieder. Mit der zweiten Taste. Die drücken wir jetzt mal. Man hört es dann auch, wenn man... Ja. Richtig hört, ansonsten aus dem Fahrzeug hört man natürlich nichts. Ja, drück mal drauf, dass wir es mal hören. Jetzt öffnet das Ventil. Also ihr seht, liebe Freunde, wie das aufgeht. Und wie kriegt man das Ganze wieder zu, indem wir... Schließt man einfach das Ventil durch wiederholtes Drücken der Taste B oder eben der zweiten Taste und dann schließt das Ventil ganz einfach wieder. Also wunderbar, ganz einfach. Lieferumfang genau das gleiche, wie wir es gesagt haben. Mit den 2 Halterungen.
Hier mit den zwei Schlauchhalterungen und natürlich den Schlauch dazu. Außer das Kabel fällt eben weg, was ins Cockpit normal verlegt wird, brauchen wir hier nicht mehr. Das die Fernbedienung, ja, die haben wir jetzt auch bloß hier im von Auslieferungszustand mit dem Kabelbinder festgemacht. Den hat man natürlich am Schlüsselbund. Das ist klar. Ja. Bei dir alles im Shop erhältlich? Alles im Shop erhältlich. Tools to Camp. Die Ventile haben ja hier eine Notsteuerung, wo ich über das Rädchen im Notfall, wenn jetzt die Elektronik versagt oder wie auch immer Stromausfall ist, kann ich das auch öffnen, indem ich das Rädchen rausziehe und kann das Ventil ganz normal mit der Hand das auf- und richtig, zudrehen. Ja. Die Ventile sind natürlich geringfügig teurer. Wir haben noch eine billigere Variante. Da ist dann hier im Prinzip in dem Bereich noch ein Hahn, ein Notauslasshahn eingebaut. Aha, okay. Ansonsten findet ihr die Produkte wie immer bei Tools to Camp. Wir haben uns das einbauen lassen, das Funkteil. Und wir haben noch einen Taster, der beliebig im Führerhaus angeklebt werden kann, auf dem Armaturenbrett oder an der Seitenwand. Und über den Taster kann ich dann quasi das Ventil auch bedienen und die Kamera. Wichtig ist, es muss so bestellt werden, weil die vorprogrammiert werden müssen. Das kann man nicht einfach nachbestellen und dann funktioniert der Taster. Bitte gleich so bestellen, wie man es haben will. Es geht auch beides parallel. Man kann den Taster im Führerhaus haben und zusätzlich die Fernbedienung auch noch am Schlüsselbund. Die Vorbereitung zur Befestigung der Steuereinheit und des Ventiles am Rahmen des Wohnmobiles sehen wir hier. Ein Gefälle vom Abwassertank zum Ventil sollte berücksichtigt werden. Das sehen wir hier. Hier sehen wir auch die Kamera, die Steuereinheit mit dem dazugehörigen Licht. Dann wird die Halterung und die Steuereinheit an die Vorrichtung angeschraubt und hier am Abwassertank mit dem im Lieferumfang befindlichen Abwasserschlauch angeschlossen. Dann haben wir uns eine Anschlussmöglichkeit gesucht für Plus und Minus für die Steuereinheit und die Abnahme haben wir unterm Wohnmobil auf einen Dauerplus gelegt. Nach 60 Minuten war der Einbau dieser Anlage erledigt. Wir sehen hier den Test, der positiv verlaufen ist und die komplette Einheit haben wir dann nochmal mit Bitumen gegen Korrosion und Verschleiß behandelt, damit die Anlage gegen Witterungseinflüsse sehr gut geschützt ist. Der Abwassertank ist voll, den müssen wir jetzt leeren und da schalten wir mal unsere automatische Entleerungsanlage ein. Die haben wir hier, da drücken wir hier drauf. Auf A, somit ist das aktiviert. Und wir gehen jetzt hier bei uns, wir haben das hier übers iPad laufen, das geht natürlich auch über das Radio. Wir haben das jetzt übers iPad laufen in unsere App rein, öffnen die App und schon ist die Kamera zu sehen. Das Licht ist an. Und somit können wir jetzt auf die Entsorgungsstation fahren. Und zu sehen ist es natürlich jetzt hier auch. Ja, liebe Freunde, was wir hier auch noch machen können bei dem App, wir haben jetzt hier diese WLAN-Verbindung. Dann haben wir hier noch einmal die Justierung. Hier können wir eine Aufnahme machen, wo wir das Wasser entlassen haben. Wir können ein Foto machen. Hier zum Beispiel, das ist die Wiedergabe. Und hier können wir das Bild ganz einfach drehen. Wenn man jetzt seitenverkehrt das Ganze stehen hat. Und somit sehen wir das wunderbar hier auf dem iPad, wie wir jetzt hier das Wasser ablassen. So, natürlich ist das kein Schmutzwasser, das ist ganz normales Wasser. Ich ziehe mal die Kamera nach oben. Jetzt dürft ihr hier das Licht sehen in die Kamera. Und so schaut das Ganze dann aus. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, wir sind auf der Rückfahrt vom Einbau unseres Abwasserventiles und ihr habt es gesehen, das Set geht wunderbar innerhalb von kürzester Zeit selbst einzubauen. Man muss natürlich gewisse Kriterien hier beachten mit dem
Länge von dem Schlauch, die Höhe, wo das angebracht werden soll, etc. Ansonsten ist das in gut einer Stunde der Einbau geritzt gewesen. Wir haben das auf ein Dauerplus gelegt, somit können wir auch im Stand, wenn wir jetzt irgendwo stehen, das Abwasserventil fernsteuern aus dem Wohnmobil heraus. Also ist eine wunderbare Geschichte. Ihr habt es gesehen. Wir freuen uns natürlich auch auf euren Daumen nach oben, wenn euch dieser Film wieder gefallen hat. Und bleibt dran. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss.